Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Mit 12 leistete ich den Eid, verließ mein Zuhause und meine Familie. Als ich 16 war, starb mein Meister. Ich nahm sein Schild und seinen Namen an mich und wurde so zum Kreuzritter. Der Glaube war meine Rüstung, die Pflicht meine Bestimmung, die Feinde Zakarums zu vernichten. Ich schwor zu leben wie ein Kreuzritter und so zu sterben. Nun kehrt die Verderbnis zurück in die Herzen der Menschen. Ich erkenne es in den Augen der Wahnsinnigen und im Heulen der Verdammten. Ein gefallener Stern führt mich nach Westen zur Stadt Neu-Tristram. Der Kreuzzug ruft mich. Und so folge ich. Servus und hallo zu einem kurzen Infovideo bezüglich Diablo 3 Reaper of Souls. Da haben wir heute unsere erste Aufnahmesession gestartet. Der Simon und ich haben 5 Folgen lang gespielt. Ja, und jetzt, wo ich gerade das Intro-Video im Nachhinein aufnehmen wollte, bin ich drauf gekommen. Er hat zwar nur den Ton aufgenommen, aber kein Video. Das heißt, die ersten 5 Folgen gibt es leider nur beim Simon. Ich verstehe es nicht wirklich, warum er es nicht aufgenommen hat, weil wir haben vorher noch einen Test gemacht. Da hat alles super funktioniert. Ich kann euch ja noch ein paar witzige Testmomente dann einspielen, im Anschluss an das Gelabere von mir. Also da hat alles gut funktioniert. Wir haben da wirklich perfektioniert und geschaut, dass wir auf gleich sind vom Sound her und dass das Video schön scharf rüberkommt. Und dann habe ich eh noch den Witz gemacht, jetzt passiert es bestimmt, dass wir die Aufnahme starten und irgendwas schief geht. Naja, und genauso ist es gekommen. Und in dem Fall sieht man eben leider meine Sicht nicht. Also die ersten 5 Folgen bitte beim Simon anschauen. Wie gesagt, Link
unten dann in der Videobeschreibung. Er hat mit einem Hexendoktor gespielt und ich habe mir den Kreuzritter angeschaut, der so wie der Paladin von Diablo 2 ist. Der kam ja mit dem Add-on Reaper of Souls dazu. Und wir haben als Spezialität einen saisonalen Charakter genommen, weil wir das einfach selber beide noch nie ausprobiert haben und mal schauen wollten, wie das so ist, was da für Unterschiede gibt. Und zusätzlich einen Hardcore-Held, denn jemand in den Kommentaren hat gesagt, dass er sehr gerne einen Hardcore-Helden sehen würde. Ja, und dann dachten wir uns, na gut, machen wir das. 5 Folgen jetzt aufgenommen, wir sind auf Stufe 14. Und wer die Anfangsgebiete bis zum Hexenkönig bei mir sehen möchte, dem empfehle ich die Beta-Aufnahme. Ich habe ja Diablo 3 schon zum Beta-Start gespielt. Da kann man 4 Folgen dabei rum und hat dann geendet mit dem Kampf gegen den Hexenkönig. Also wie gesagt, das gibt's in der in der Videobeschreibung, in der Playlist von Diablo 3. Da seht ihr das aus meiner Perspektive von damals. Und ansonsten empfehle ich euch nur wärmstens beim Simon vorbeizuschauen und dann halt die ersten Folgen aus seiner Sicht zu sehen. So, das war's jetzt für das Infovideo. Ich wünsche euch schon mal im Vorhinein viel Spaß mit dem Let's Play und im Anhang noch mit den Szenen vom Aufnahmetest. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. So, dann teste ich mal kurz die Aufnahme, ob man mich hört, wie das Ganze ausschaut. Wenn ich jetzt den Helden auswähle und Spiel fortsetze, bin ich mal gespannt, ob ich zu leise bin oder ob ich zu laut bin und ob das genau richtig ist. Das werden wir ja gleich herausfinden bei Diablo Reaper of Souls, Diablo 3 genauer genommen. Alter! Okay, das ist zu laut. Hörst du mich oder nicht? Ich höre dich, ja. Genial. Mir hat sie eben meine Ohren zerlegt beim Aufnahmetest. War wohl ein bisschen zu laut. Ich habe jetzt ja gerade alle Charaktere gelöscht, die das ich gehabt habe. Das ist ein kompletter Neustart für mich. Okay, es ist immer noch zu laut. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt besser geht. Nach Charakter löschen kommt ja gar nicht in Frage. Diese ganzen Erinnerungen und Items. Das ist ein No-Go für mich. Wie behindert die Haare ausschauen von dem. Vielleicht lösche ich ihn doch. Wir werden alle sterben! Weiß man nicht, ob man dann nicht nochmal stirbt. Können, müssen das dann beides Hardcore-Charaktere sein? Ja, ja, sicher. Okay. Ja, das ist dann. Das ist halt irgendwie. Ich glaube, da sind wir zu mädchenhaft dafür. Dann müsste man halt dann wirklich neu anfangen mit normalen Charakteren. Das muss einmal auf Hardcore probieren. Und wenn wir da verkacken, dann auf normal. Das dann nachspielen halt, oder? Ja. Aber ohne Aufnahme dann. Oder mit. Egal. Ich würde es nicht noch einmal aufnehmen. Oder wir nehmen halt wirklich einen höheren Schwierigkeitsgrad und... Ja, das hat die nämlich auch gern gemacht, weil gerade am Anfang, es kommt mir irgendwie unendlich einfach vor. Und dann haben wir halt das Gimmick da, unseren... diesen Seasonal-Charakter. Ja, und die megamäßige Schwierigkeitsstufe da einfach. Das passt schon. Wir können ja Hardcore anhackeln. Ich glaub, wir sind sie los. Und dann die Aufnahme aber so faken und dann eigentlich gar keine Hardcore-Charaktere machen. Und jeder meint, wir haben aber welche. Und die Tode einfach rausschneiden, oder was? Ein Fernsehtestbild. Wir kommen zurück. So, da sind wir jetzt wieder.
Uns ist die Aufnahme ganz kurz abgekackt. Ja. Das könnte man natürlich auch machen. Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte, erfuhr ich von ihm, dass der sogenannte Skelettkönig zwischen mir und dem Stern steht. Doch nicht mehr lange.